Der Imam, habe ich im letzten Dars gesagt, sind Menschen, die als Vorbilder fungieren können für die Umma. Vorbildspersonen. Aber das Wort Imam wird nur für jemanden benutzt, der tatsächlich für die ganze Umma uneingeschränkt als Vorbild fungieren kann. Uneingeschränkt. Wisst ihr, warum ich uneingeschränkt sage? Es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die Vorreiterpositionen haben. Bestimmte Gelehrten in bestimmten Gebieten. Oder in bestimmten Gebieten. Kann sein, dass er da tatsächlich eine Vorreiterposition hat und seinen Zeitgenossen überlegen war. Aber beispielsweise hat er gewisse Mängel theologischen Ansichten, also die Aqida, daran hat er bestimmt gewisse Mängel. So eine Person, auch wenn sie ein Alim ist, wie gesagt, das kann durchaus sein, dass er ein Alim ist in einem bestimmten Gebiet oder in mehreren Gebieten, aber sowas sollte man nicht Imam nennen. Dann ist er denn eine Vorbildsperson für die Muslime, beispielsweise in diesem Bereich der Aqida. Wir reden hier nicht von kleinen Fehlern oder Zweigfehlern. Wir müssen das wie folgt verstehen. Wir können die Aqida zusammenfassen in so große Stämme, ja, so Baumstämme. Diese großen Baumstämme, das sind die Usul. Also die universelle Ansicht der Person zu einer bestimmten Sache. Dann hat dieser Stamm aber Zweige. Wenn immer hier ein Zweig oder ein Darm, in diesem Zweig mal einen Fehler gemacht hat, aber der Stamm, also der Asl, die Grundlage und die Grundeinstellung von ihm in Bezug auf dieses Thema als Ganzes ist akzeptabel. Führt ihn das heraus aus dem Bereich der Ahl Sunnah? La. Und das ist ein Beispiel dafür. In Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas ist die Einstellung der Ahl Sunnah grundlegend so, dass diese Namen und Eigenschaften nicht metaphorisch, als metaphorische Ausdrücke angenommen werden, sondern als das sind Wörter, die wir nicht so verstehen wie metaphorische Ausdrücke. Wir verstehen sie nicht als Al-Majaz, sondern als wirkliche Bedeutungen. Aber gleichzeitig werden vier Dinge gemieden. Diese Namen und Eigenschaften, sie werden nicht verglichen mit denen der Geschöpfen. Ihre Art und Weise wird nicht bestimmt, also der Al-Kaif. Diese Begriffe werden nicht von den Bedeutungen ausgeleert, also dass es nur noch so Hüllen sind, leere Hüllen, die keine Bedeutung haben. Das, was man Tafwid nennt. Und sie werden nicht negiert. Also buchstäblich werden sie nicht negiert. Bei jedem hat diese Einstellung, aber in ein paar bestimmten, ein, zwei Namen oder Eigenschaften, hat er das begangen. Er hat beispielsweise, er hat sie uminterpretiert als metaphorische Ausdrücke. Aber seine allgemeine universelle Ansicht über die Al-Asma wa Sifat ist, dass sie nicht interpretiert werden. Nur er hat das in ein, zwei Dingen gemacht. Macht das ihn zu einem Mu'awwil? Das ist nicht der Fall. Das ist nur ein, wir können es als einen nebensächlichen Fehler nennen, Zweigfehler vielleicht.